Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 Challengers, gemeinsam wieder mit dem Ansgar. Moin Moin! Dem Randy. Mahlzeit. Und der Werner. Mahlzeit, Grüße. Grüße. Ja, wir sind heute hier auf der Hof Bergmann und zwar werden wir heute eine besondere Challenge machen. Die letzte war ja sehr abenteuerlich, ne? Grüße gehen raus an Erich fürs Vorbereiten. Und hier sind wir auf jeden Fall heute dabei, mit dem Frontlader ein bisschen Gemüse aufzuladen, ne? Wir haben einmal so einen kleinen Anhänger hier. Dann haben wir einen Frontlader. Jeder hat zwei Gewächshäuser. Eine große Kiste, eine kleine Kiste. Die große Kiste muss mit dem Frontlader quasi hier reingefahren werden, aufgenommen werden. Auf der hinteren Seite haben wir genau das gleiche nochmal. Da befindet sich auch das Fahrzeug drin. Und dann fahren wir über so einen kleinen Parcours. Und die Herausforderung an der ganzen Geschichte ist, wir machen das Ganze ohne Spanngurte und auch ohne starken Bauern. Das heißt, wer als erster bei der Obstplantage ist, der hat die Challenge gewonnen. So. Gut. Du hast Randy, was? Weil machst ja, du weil, schon weil dieses zu laut ist in diesen Gewächshäusern. Ach so. die Luxusprobleme. Gut. Schön. Okay, Randy, jetzt gab es ja in den letzten Folgen immer wieder das Problem, dass es einen Frühstarter gab oder einen, der einfach ein anderes Fahrzeug genommen hat. Mhm. Können wir uns heute auf dich verlassen? Schauen wir mal. Wo bist du eigentlich? Das stellt sich ja die Frage, ne? Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir hier vorne starten. Das wäre ja auch ganz gut, wenn wir hier dann uns auch einfinden würden, ne? Ich bin da. Sie sehen mich noch nicht. Ja, schön, danke. Wo ist er denn? Ganz kalt, ganz kalt. Er ist hinter dir gewesen. Ja, hinter dir war er. Schön. Aber Randy hat wieder mal... Ja, der Wahnsinn. Ja. Gut, dann würde ich doch sagen, starten wir, oder? Ich würde sagen... bin bereit. Stellst du runter? Ja, kann ich machen. Ja, dann Attacke. Also, 3, 2, 1, go. Ich habe jetzt extra nicht nach links und rechts geguckt. Es ist mir eigentlich egal, wer jemand früh startet. Ja, es ist mir auch mittlerweile egal, weil... Ey, ist meiner! Einfach der Minusmensch. Ja, was ist er bist wieder. Du für ein Mensch, Randy? Was bist du für ein Mensch? Randy einfach wieder. Soll ich Randy einfach treffen? Ja. Naja, sollte das Hemd runterrutschen beim Händewaschen. Nee, wie geht das? Da gibt es einen Spruch von. Au. Der ja. Ärmel. Der Ärmel runterrutschen, so. Aber bei Hemd würde bei Ansgar aufpassen. Auch. Und ja. Hast du eigentlich gar kein Hemd, Randy? Doch eins, ne? Ja, dieses Weiße, was ich damals performen kann. Weißt du, was der für ein Hemd hat? Aus 100% Baumwolle. Ah ja, köstlich. Weißt du, was der für ein Hemd hat? Nee, was denn? Ein Unterhemd. Oh. Montana Blackstyle, meinst du? Ja. Auch und ja. Angelehnt. So. Oh Mann. Alter, wer drückt denn da die Pedale bis zum Erdgeschoss? Nicht, das war mein Lenkrad. Ach so. Aber natürlich wieder mit Lenkrad. Ich auch. Ah, echt? Natürlich. Das schon, haben wir schon verloren. Glaubst du? Ja. Ich hoffe nicht. Achso, die Gabel kann man noch in der Breite verstellen. Das ist ja sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, ist es. So. Zack. Oh nee, du. Oh nee, du. Die Kiste. Oh, das war voll machen die einen. Ihr könnt also aber auch nicht zwei befüllen, ne? Das ist auch ganz wichtig. Das klappt nämlich nicht. So als Tipp. Wie meinst du? Zwei gleichzeitig im Gewächshaus, das funktioniert nämlich nicht. Zwei nicht. Kisten gleichzeitig befüllen, das geht. Warte mal, muss man für die große Kiste aussteigen zum Befüllen oder wie ist das? Ja. Ah, okay. Man kann sie nicht von innen befüllen, das wäre eine kannst gute du nicht. Information Nein. gewesen am genau. Anfang. Ja. Stefan, danke, ne? Ja, bitte. Aber du als aufmerksamer Spieler der Hof Bergmann müsstest du es eigentlich wissen, ne? Ich weiß das. Was kann man nicht von... hinweisen. Wo kann man die nicht befüllen? Also, wenn du den Frontlader praktisch neben der Frucht hast, musst du aussteigen und dann in die Kiste gehen und R drücken. Ah ja, okay. Du kannst nicht sitzen bleiben. Oh, bisschen breit, ne? Ja, das passt. Das so kennst nicht. Du doch vom Wochenende. Ja, auch. Reichlich. Reichlich. Ja, jetzt backt das hier alles. Nee, hier backt nichts. Das ist die Hof Bergmann, die läuft tippitoppi. Ja, echt. Nee, jetzt ist hier irgendwie neben meiner Box ist jetzt hier. Oh nee. Ah, nee. Oh nee. Ja, jetzt hat sie es hier gefangen. Ansgar, Handicap sagst du? Ich dachte ja gerade irgendwie erst, das ist irgendwie Folge 3500 aus Staffel 9 von den Burning Gamers aus dem Projekt Hof Bergmann hier. Nee, fast. Wir sind schon bei 5000 angekommen. Ah, für nix, ne? Staffel, ne? Ja. Achso, Staffel. Entschuldigung. Also, wir nochmal kurz dazu gesagt, Spanngurte sind verboten, ne? Ja. Nur mal zur Erinnerung. Wen hast du ertappt? Ja, wen wohl? Mich selber gerade, deswegen. Ach so, schade. Köstlich. Diese Vorverurteilung, ja. Aber ich wollte nochmal, ne? Also. Ja. Boah, das dauert ja ein bisschen. Oh, komm, Agatha, mach ein bisschen schneller hier den Kopf. Dauert. Haben wir kein CP drauf? Nee. Aber da bin ich ja verloren, ne? Ja, schade, Werner. Naja.
Haben wir den, ey, den Linden haben wir aber auch noch nie gefahren, ne? Nee. Bisher noch nicht. Ich habe Frischware. Jungs, ich muss auf den Markt. Ich habe ein bisschen eilig. Könnte mir jemand beim Verladen hier helfen? Nö. Hast du gar kein Brot im Ofen heute? Nee. Achso. Heute mal nicht. Jetzt, wo wir auf der Bergmann sind und es wirklich Brot geben würde, weißt du? Ja, ja. Kann er nicht. Kann er nicht. Will er nicht. So. Oh. Was ist los? Aus. Was hast du schon wieder gemacht? Laut, nicht aus. Achso, laut. Laut? Was ist laut? Verstehe auch nicht. Du kannst das Wasser ausschalten, ne, Randy? Ja. Aha. Oh ja. Das ist so schön. Für 10 Gifte Zaps würde ich dir sagen. Aber nur für 10. Ja. Ja. So sind sie, die du YouTuber. Du kleine Zapnudel. Nudel? Du bist in den Twitch-Leaks dabei, Werner. Ich weiß. Ja, ich war erschrocken. Multimilliardär. Hä, warum? Oh, jetzt dauert das wieder. Ja klar, dauert. Das dauert echt lange, ne? Ah, ja. Ich bin Tomaten am Pflücken. Ich bin bei dem Paprika. Ah. Gibt's da eigentlich einen Gewichtsunterschied? Ich hoffe nicht. Ja, Paprika sind ja ein bisschen die größer, Tomaten, ne? Die dauern ja ewig. Ja. Ich gebe mir mal einen Kaffee kochen, Jungs. Ja, mach mal. Ich hätte auch gerne einen, danke. Bitte. Mein Dingens wird nicht voll hier. Oh, jetzt geht das Wasser, ja. Oh nein! Sind 99% okay? Ja. Nein. Das wird nicht voller. Es, ja, es ja, geht ja. nicht voller. Da gehst du nochmal schön rein. Nee, es okay, geht echt nicht voller. Dann machst super, du, danke, tschüss. Wäre schon auf dem Weg, noch 10 Minuten warten. Ja. Wir sind 100 Liter drin, aber nur 99% werden angezeigt. Ja, das ist... Bei mir werden, ja, bei mir ist es komischerweise 100%, Werner. Bei den Paprikern? Nee, irgendwie mal. Ich glaube, ich habe die kaputte Frucht bekommen. Kaputte Frucht, ja? Kaputte Gemüse habe ich bekommen. Ich glaube, du hast die faule Frucht bekommen. Auch. Glaubst du? Mhm. Oh, das hat nicht befüllt, während ich weg war. Oh, nö, du. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Oh, Mann. Das ist schon wieder so eine herrliche Challenge. Ja, das ist schon verflucht hier wieder alles. Immer, wenn ich rumstehe, habe ich Angst, dass irgendwer schneller ist als ich. Ja. Stefan, was machst du denn da vorne? Was, ich? Ja, wieso? Oh, jetzt gehen die Tomaten wieder los. Hast du gerade irgendwas eingeschalten? Ich? Nö, wieso? Wir cheaten hier nicht, ne? Ich hab nichts eingeschaltet. Hä? Der was? Stefan, der läuft da raus. Ja, was macht er denn da vorne, ey? Ja, was ist der? Stefan, was machst du? Ich pflück die gerade per Hand. Was? Achso. Sieht aus wie so ein Hausmeister, der irgendwie einen großen Störfall im Gebäude hat und ja. Ich weiß, wie er das beheben kann. Und jetzt ich warte halt, ne? Ich bin ein ungeduldiger Mensch. So. Ja, ich mal. 40, ne? Wollte gerade sagen. Da geht's dann ja bald aufs Ende zu. Das halbe Leben hast du hinter dir, mein Freund. Naja. Boah, die großen Kisten. Stefan, das hast du wirklich grandios ausgedacht. Ja, super, das dauert ne? ewig. Ja. 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 Da kannst du echt mal in die Küche gehen, Ansgar. Ich kann mal einen Kaffee. Ja. Bitte? Zieh dir mal einen Kaffee. Ja, kann man halt wirklich machen, ne? Aber das Schöne ist, während wir hier warten, haben die Zuschauer Zeit, das Ganze hier zu bewerten und gerne auch ein Däumchen nach oben da zu lassen, wenn es gefällt, ja, natürlich. So, ne? Ja, also bitte. Wir haben alle die Zeit gut genutzt. Genau, in den nächsten Wochen, also wenn ihr Challenge-Ideen habt, dann lasst uns das gerne auch nochmal in den Kommentaren wissen. Wir haben uns noch ein bisschen was ausgedacht und wir haben zum Ende der Challenge-Reihe auch noch eine ganz witzige Aktion uns überlegt. Aber dazu dann in den nächsten Wochen mehr. Also ein paar Folgen kommen noch, aber wir sind fast auf den... Ziel. Auf der Zielgeraden. Auf der Zielgeraden. Und? Was wollte ich noch sagen? Weiß nicht. Das lange dauert? Nee. Ah nee, wir machen am Ende dann noch die Auswertung. Da machen wir mal eine kleine Statistik. Ja, wer der Winner des Projekts. Ich bin letzter wie immer. Ich jetzt bin ich ganz vorne, Stefan, glaube ich. Ja, Stefan, dich sehe ich da. Ja. Ja. Und wenn es Randy wird, dann werden wir es einfach korrigieren. Warum? Nur weil das ich letzter Ergebnis sein soll, oder was? Nein, wenn Randy so der Erste sein sollte, dann das ist ja eine Frechheit dann. Ach so, meinst das du? Wir nicht ja, dann gibt es erstmal einen Punkteabzug für Frühstart. Auch. So. Ja. In allen weißt du, was die größte Frechheit ist, die in Deutschland je passiert ist? Ja. Ansgars Geburt. Aha. Mhm. Nett. Hast du, hattest du am Wochenende so einen kleinen Rap-Battle-Kurs? Ja, ja. Aber du hast ein bisschen geschlafen, ne? Warst du nur bei den Anfängen dabei? Oh nein, Werner ist schon fertig. Oh Gott. Nee. Randy ist auch schon fertig. Und was ist die zweitgrößte Frechheit? Dass Ansgar noch nicht fertig ist und ich. Oder was? Oder wie? Randys Geburt. Auch. War auch im Kurs. Heute sind wir wieder charmant, meine Herren. Ja, ja, heute ist wieder. Ah, fertig, geht weiter. Nee. Ich hab nur,
Komischerweise habe ich nur 99%. Ja, das gilt ja nicht, habe ich gehört. Ja, ja. Ansgar, warte bis 100. Warte auf 100. Ja, ja, ich fahr nochmal rein. Ja, ja, fahr nochmal rein. Ist der Randy auch schon fertig? Ist der schon los? Der ist schon weg, der ist schon weg, ja. Echt? Ja, ja. Ah, ich glaube, der Letzte. Na, ist nichts Neues, Leute. Stefan, du kennst deinen Platz, ne? Ja, so ein unglücklicher Mann, den wir hier gerade hören müssen. Ah, ja. Ich mach Spanngurte dran, ne? Ja. Nein! Stefan, du hast deine Tomaten vergessen. Ja, die kommen ja gleich noch. Lass mich doch erstmal hier aufladen. So. Na gut, ich fahr mal, ne? Stress doch den alten Mann nicht so doll. Echt? Ich hab so Angst vor der Fahrt hier. Ich? Oh. Jungs, ich hab Frischware dabei. Ich auch. Das ist kein Spaß. Ich hab die Rundumleuchte angemacht, da ist aber gar keine da, ist mir gerade aufgefallen. Ja, es ist so Blitz-LEDs, ne? Blitz-LEDs? Ui. Alpin-DLC. Ach nö. Ich krieg die Palette noch nicht mehr runter hier. So, wo seid ihr Clowns denn? Wenn ich jetzt doll bremse, müsst ihr wieder passen. Ich krieg die Palette nicht mehr runter, verdammt. Wie schnell fahrt ihr? Ich hab den Salat verloren. Da haben wir den Salat. Aber jetzt ich hab nur drauf gewartet. Ne? Ich hab nur drauf gewartet. Oh, Ledo. Jetzt hast du wenigstens Bio-Ware noch immer kurz in Dreck geworfen. Wow, Randy. Wie kann man denn nur so ein böser Mensch sein, ey? Wie kann man so sein? Ich versteh's auch nicht. Jetzt hast du einen Storno. Große Storno. Boah, wenn du eine große Kiste verlierst, ne, hast du echt verloren hier. Ja, du kriegst die auch nicht mehr hoch. Auch mit dem Vorteil, oder? Ja, aber es ist halt nicht so ganz einfach. Nee. Ist ja der 19. Challenge, also nicht hier, weiß ich nicht was. Nicht auf Kindergeburtstag hier, ne? Ich mag Kindergeburtstag, muss ich sagen. Echt? Gibt's immer Kuchen. Ja, ist lecker. Mhm. Snacks. Wollen sie das letzte Woche abstört? Lustige Spiele. Mhm. Ja, ich krieg die Schallen. Luftballons. Du bist der böse Onkel, der dann immer einen ganzen Kuchen wegfrisst, oder? Ich bin der sagt, das Buffet ist eröffnet. Ach so. Nachdem es weg ist, oder was? Ja, genau. Ich frag mich gerade, was ist Randys Rolle eigentlich auf so einer Familienfeier? Er darf gar nicht anwesend sein. Ach so. Ich glaube, er ist der olle Nachbar, der sich nur beschwert, dass es zu laut ist. Ja. Ah, auch. Oh. Schön in Dreiviertelhose, aber kurz für Ordnung sorgen. Mhm. Jungs, Musik. Mucke macht damit leiser. Ich muss so ein bisschen LS zocken. So, ich fahre jetzt auch mal los, Jungs, ne? Mhm. Ah! Oh, Mathe! So, Stefan, schön, dass du einrichten konntest, ne? Ja. Ich dachte, ich räume den Dreck noch weg, ne, hinter euch. Ja. Hast du deinen Ehrgeiz und so weiter in deinem Urlaub liegen lassen, oder ja, was? Ja, war sehr entspannt in Hamburg. Ja. Ja. Boah, es ist einfach nur die Angst, die hier gerade fährt. Ja. Die pure Angst. Ich kenne ja auch die Strecke nicht, ne? Ah, hier geht's rum. Da hast du schon 3 Millionen Projekte auf der Karte gemacht. Ja, aber ich kenne die Strecke nicht. Merken wir mal wieder, die AD vergessen. Oder CP. Nee, nee. Auf Bergmann. CP. CP und AD. Die CP fährst ja nirgends hin. Wobei CP nicht so, nicht so tipptopp ist wie die Hofbergmann. Ne? Nee. Wisst ihr noch beim DFV-Start, wo alle mit Autodrive arbeiten wollten, ja. Oder beziehungsweise vor allen Dingen Mario? Und Werner hat es irgendwie nicht gecheckt, wie das alles funktioniert und hat einfach alles per Cosplay eingefahren. Ja. Ja. Es hat funktioniert. Also ja. Herrlich, Werner. Ja, ich habe Autodrive auch gehasst. Mittlerweile zum Vorbereiten. Und mittlerweile kannst du ja wieder, oder? Ja, klar. Der Ansgar vergisst auch gar nichts, ne? Irgendwie habe ich... Ach, da muss ich lang. Ja, das ist ein bisschen creepy. Ich fahre hier durch den Wald, bin ich hier richtig? Ja, Wald ist richtig, ja. Und dann links halten, nicht rechts halten. Ich wollte gerade sagen, da ist eine Gabelung. Links. Lieber fahre ich jetzt ehrwürdig als Dritter ins Ziel, als unehrwürdig als Vierter. Ja. Aber ein bisschen sportlich dann. Mhm, danke. Man muss es jetzt abwägen. Ah, nein! Man ist hier in den riskanten Phasen. Ah ja. Oh, die Paprika, warte. Stefan. Die heilige Paprika. Ja. Hör mal, die Großmutter wartet. Ja. Herrlich. Die will herrliches Gulasch kochen. Mm. Machen wir es mit Paprika? Ich bin schon, ne? Ja. Gulasch? Nur Paprikapulver. Ja. Mm. Ja gut, Randy, bei dir. Randy, der Chefkoch wieder. Gulasch, Gulasch. Bei Randy machen wir das in erster Linie warm. Ja, also in den Gulasch aus der Dose, da war irgendwie eine Paprika.
Maggi-Fix-Tüte für Heißwasser. Nee, das sind richtige Dosen, die kosten nicht rein. Nein. Oh, da spricht der Gourmet wieder. So, mit Deckel oder was? Fertig. Renny ist da. Regional nehme ich an. Renny hat gewonnen, sehr gut. Glückwunsch. Jo, danke. Ich muss mal gleich mal die Kisten überprüfen, ob die alle voll sind. Die sind aber alle voll. Ich schlage sogar extra ab. Ah ja, sehr gut. Kann man den aufklappen? Du brauchst es aufklappen. Ja, der Hänger geht doch aufzuklappen, oder? Ja, ja, ich glaube schon. Hä? Der fährt hinten die Barken aus. Das ist eigentlich ein Transportding. Ach so. Ne? Hier für Gabelstapler. Bin auch angekommen. Schön. Und? Siehst aha, du? Aha. 100, die Dinger hier, das eine wollte nicht auf 100. Das habe ich auch. Ja. Ne, obwohl jetzt steht 100% da. Ne, bei der vorderen steht 99. Aber das habe ich auch. Ich habe auch eine mit. Sag mal, warte mal, muss ich mal, darf ich mal kurz gucken hier? Na klar. Ja, du hast verloren, Randy. Wieso? Ich hab nicht verloren. Du hast keine Paprika mitgenommen. Warum denn Paprika? Die Challenge war Salat und Paprika. Richtig, beide. Ja, hab ich mit. Hey? Wir hatten jeweils, zwei Gewächshäuser für jeden. Ja, aber ja, er hat keine Tomaten. Wir hatten nur Tomaten. Irgendwann. Wir hatten Tomaten. Ja, Salat, Tomaten ja. Oder Paprika. Ja, das ist halt unterschiedlich. Ach, nö. Warum das denn? Wie wir haben... Sehr gut. Wir werden einfach nicht gönnen kann. Ja. Ja. Gönn doch mal, Bruder, gönn mal. Nee, den Randy nicht. Jedem anderen, aber nicht den Randy. Ja, das okay. Stimmt auch wieder, da bin ich auch muss bei dazu sagen. Das stimmt. Ah, so, ja. Randy, wollen wir uns ein Äpfelchen holen vom Baum hier, oder? Na klar. Oh, es sind keine gewachsen. Ja. Die Dürre, reif, oder was? Das die Dürre. Ja, Stefan, sein Spielstand, ne? Ja, ja. Verwelkt halt alles. Hä? Nee, das ist ein frischer... Oh, guck mal. Der NTV hat es auch geschafft. Ja, ich bin auch gleich da. So, zwei Stunden später oder so. Moment, ey, wir haben dir die Gurte dran gemacht. Wow, du Anti-Mates. Ja, Stefan. Ja. Dann sollen wir, was sollen wir machen? Ja, warte doch einfach. Sollen wir noch einen Eiskaffee mitnehmen oder was? Ja, nimm mal einen. Geht aufs Haus. Gibt's hier nicht Hunde? Ah, die sind nicht da. Die sind nicht da, ne? Guck mal, Randy, komm mal mit. Komm mal. Zeig dir mal einen echten Hasen. Oh Gott. Gott, aber meldet sich. Ah ja. Oh, Mensch, da kriegt man mich mal auf den Husten, Alter. Ja, schade. Das ist halt belastend. Ja, ich bin gleich da, Jungs. Mhm. Das ist Zeit, ne? Wir stehen hier noch. Ja, ja. Alles gut. Ist halt so, dass der Händler hatte jetzt gerade angerufen. Ja. Dass die Vorführer hier, die Lindner, wieder zurück müssen. Ja, ja. Wäre halt gut, wenn die jetzt bald vorbeikommen. Ja, ja, ich würden, bin gleich da, ja. Bist du dann auch. Ja, schön, dass ihr das Tor zugemacht habt, die Anti-Mates. Macht einfach mal auf hier. Achso, ja, ich mach auf. Achso. Kein Problem, ne? Ja, danke. Nee, das war der Plantagenbad. Aber ach so, der hat ja. Dann wieder hier zurückgezogen. Ja, köstlich. So. Ah, schön, Stefan. Ja. So. Nette Challenge, würde ich sagen. Nochmal wie immer gucken, letzter. Was wir hier ne? Alles haben, ja, 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 sieht gut aus. Wie immer letzter, aber naja, das würden wir machen, ne? Bei Ansgar, ja. Doch. Hm? Ja, gut. Doch. Köstliche Frischware, kann sie mir nicht sagen. Nee, kann sie nicht sagen. So, wollen wir jetzt hier den Wochenmarkt eröffnen oder wie? Ja, was machen wir? Ja, würde ich sagen. Wir machen jetzt den Wochenmarkt, das war allerdings das Video. Spaß hat's gemacht. Aber eine ganz kuriose Reihenfolge, hatten wir so noch nie. Nee. Das stimmt. Wir haben Randy erster Platz. Genau. Jo. Werner zweiter Werner, Platz. Ich mich. Stefan. Ja, wie immer letzter. Danke. Ja. Obwohl er die Challenge kannte. Stefan, habe ich schon, hätte ich vorsagen können, muss ich sagen. Danke für nichts, Werner. So, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das war's von der Challenge. Nächste Woche geht's vermutlich weiter. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Ciao. Tschüss. Tschüss.